Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben jetzt ja hier unsere neue Anlage stehen, die jetzt langsam, oder eine unserer neuen Anlagen, die hier langsam in Betrieb geht und uns somit mehr Strom produzieren kann. Und das Ganze, was ganz praktisch eigentlich ist, wenn man sich das so anschaut. Die Dinger auch schon fast, weil es ist brutal, wie viel wenig Wasser wir eigentlich brauchen. Beziehungsweise brauchen wir gar keinen. Doch, Frischwasser brauchen wir. Zur Versorgung, aber halt echt wenig. 15. Wir produzieren 100. Also, das braucht 15, das sind also 30. 60, 90. Also, das wird gerade so ausgelastet eigentlich. Eigentlich irgendwie bescheuert. Aber wir werden jetzt trotzdem hier noch eine zweite Anlage bauen und der Grund ist, um die Anlage hier hinten abbauen zu können. Das ist ja unsere aktuelle Anlage, die noch in Betrieb steht. Die wird jetzt aber erstmals dem Abriss zugefügt. Da wir die jetzt dann außer Betrieb setzen wollen in Zukunft. In Akte brauchen wir so circa 21, sagen wir mal 30 Watt. 30 Megawatt brauchen wir. Die produzieren jetzt beide allein schon 30 Megawatt. Wir produzieren mit denen also hier 45 Megawatt. Bedeutet, die da drüben ist nicht mal mehr aktiv im Dienst. Hier wird nur noch Energie verschossen, weil wir es um das hier am Laufen zu halten. Aber ansonsten machen wir hier auch nichts mehr wirklich. Könnte ich die Energie noch anderswertig verwenden? Das wäre noch irgendwie eine coole Sache. Kann ich nicht irgendwie die Energie weiterverwenden? Also irgendwie die ganze Energie. Aber wie viel? Du brauchst 18. Ne, da kommt ja nicht ansatzweise dran. Mich hat gerade interessiert, ob man damit gleich viel Energie produzieren kann. Aber wenn wir es hochrechnen, wir haben hier 18. Bedeutet 6. Bin ich jetzt? Ja, 12. Ja, ich glaube, wir kriegen 3 mehr. Zuckerrohr Schiffbrücke 3. Ach, schau mal, wir haben Schiffbrücke erforscht. Bedeutet, wir könnten das Schiff doch upgraden, oder? Bietet erweiterte Radarfunktion. Das Schiff muss repariert werden. Aha. Wir wollen ja die Welt erforschen und auch die Atomenergie erfinden. Von daher brauchen wir das Ganze. Kraftstofftankverbesserung kommt auch gleich. Dann müssen wir eh sowieso das Ganze noch verbessern. Mir fehlt aber der Kernreaktor leider. Dafür müssen wir aber immer noch was zeigen. Wait, what? Zeigt das gesamte Produktion an, die sich erreichen müssen, um Erfahrungen sammeln, bevor schon durchgeführt werden kann. Okay, dafür brauche ich trotzdem erstmal Kernenergie. Muss ich in der Welt finden. Gut. Ich bin mir nicht sicher, was wir das dann in Zukunft verwenden können. Aber irgendeinen Sinn werden wir dafür noch finden. Was hatte ich hier vor? Das war irgendein... Ah, damit wollte ich Gold machen. Stimmt, hier war die Goldidee dran. Jetzt muss ich da wieder reinfinden. Stimmt, wir hatten Gold vor. Was war hier der Plan? Hier rein kommt Gold, Golderzpulver. Zu Golderzpulver, genau. Und dann muss ich davor
Als Golderz zu zerkleinerten Golderz machen. 144 wird. Ich habe da schon wieder einen Fehler gemacht, schauen. Weil ich brauche zwei von denen hier. 36, hier kommt dann. Alter! So, warte mal. Also, machen wir es nochmal neu. Wir tun jetzt einfach die so platzieren, wie wir es brauchen. Hä, ich habe dich doch eingestellt gehabt. Genau. Golderz kommt hier raus. Dann muss das in zwei geteilt werden. Weil es doppelt so viel produziert. Ihr jedoch 72 und dann kommt am Ende 9 Golderzkonzentrat raus. Bedeutet, wenn du dich jetzt nach oben, dann bist du mehr mittig, so. Das kann an jede dieser hinten hier angesetzt werden. Zeit ist so gesetzt. Ach, come on. Ernsthaft? Ja, dann tue ich die auch nochmal. Ausschneiden. Flip. Sind die genau nebeneinander platziert? Warte mal. Die hier komplett komisch platziert. Warte mal. Und jetzt sollte ich dich ausschneiden können, rein theoretisch. Und auch dahin platzieren, richtig? Jetzt ist das Ganze wieder auf. Gut, und hier kommt dann seitlich noch überall Dampf raus. Dadurch, dass das eh eine Anlage ist in dem Fall, würde ich das jetzt einfach so handeln. Dann kommt aus den ganzen Dingen auch noch Goldschlamm. Alter. Das ist eine Anlage, die ist richtig böse. Und das Ganze nur, um Gold zu produzieren. Ganz ehrlich, die müssen nicht mehr gefüllt werden. Hier machen wir die Warnung aus. Habe ich hier noch irgendwo anders eine Warnung drauf? Nein. Du brauchst Säure. Und dann kriegen wir hinten natürlich auch noch diesen Schlamm raus. Giftiger Schlamm. Wie verarbeite ich dich am besten? Ich kann den wegschütten oder ich brauche Filtermaterial und Sohle, um daraus Wasser und Schlacke zu machen. Oh Gott, oh Gott, okay. Gut, Filtermaterial mache ich. Dafür brauche ich jetzt ernsthaft Kies. Vorteil, ein Mischer reicht. Das ist eine der fucking aufwendigsten Produktionen ever. Also wirklich ever. Leck mich am Arsch.
Bedeutet, ich müsste daneben noch eine Filteranlage hinbauen, irgendwo mir hier wieder Sohle besorgen. Unsere Wasseranlage geht leer. Schon mal aufgefallen? Es kann doch gar nicht sein, dass wir zu wenig... Ah. Der Durchsatz war bloß zu klein, oder was? Ja, jetzt geht's wieder voll schauen. Das war einfach der Durchsatz, den ich hier durchgekriegt habe. Hier scheinen wir aber auch gut mit Treibstoff zu sein, Leco Mio. Oder ist das jetzt mittlerweile wieder leer? Nee. Ich guck gerade nur wieder, was wir hier machen können. Oder was war hier schon? Was ist hier schon wieder? Weil die Erde nicht abtransportiert wird. Dann weiß ich doch einen LKW mal hier zu. Und der schafft es nicht dahin, weil... Oh, was ist passiert? Ah, oh. Aha. Hier wir eine zu kleine Auffahrt haben nur. Wir müssen jetzt ein paar LKWs übernehmen, leider. Und wir müssen mal gucken, ob wir hier... Ob wir nicht hier mal Bereich anpassen machen? Und erstens, ich meine es jetzt wie folgt. Ich hätte gerne, dass wir das hier verbreitern. Aber gleichzeitig die Seite abgraben. Und einen Aufweg machen. Weil dann können wir in Zukunft das Ganze verarbeiten. Guck mal, du kriegst hier auch die Exportroute hier hin. Sobald das Ganze erledigt ist, sollten auch die großen Transporter das fahren können. Dann sollten die ganzen Probleme weg sein. Gut. Zurück zu unserer nervigen Anlage. Es ist so bescheuert einfach. Schau dir das an. Es wird verdoppelt sich immer weiter. Schön ist, am Ende kriege ich wie viel Gold raus? 9. 18. 18 Gold kommt raus. Aus dem ganzen Dreck hier. Mehr ist es ja nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los mit meinem Handy? Ist ja wurscht. Bedeutet, diese Anlage ist brutal anstrengend. Für wenig. Wie viel Gold schnappen kriege ich aus 127? Sagen wir 30, 60, 9. 30, 60, 90, 120. Bitte, 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 bitte mal. Bitte, 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 bitte. Jetzt müssen wir genauer werden. Ich hasse das. 2, 7 mal 4. Es geht sich genau eine Anlage aus. Glück gehabt. Bloß, ich brauche natürlich Sohle. So, bedeutet Sohle kann ich mir aus Meerwasser produzieren, rein theoretisch. Oder ich kann Frischwasser wieder zurückmixen anfangen.
Dann hätte ich rein theoretisch wenigstens. Ah, da brauche ich immer Salz. Und ich könnte mein Salz verwenden. Wäre natürlich auch eine Variante. Ich habe ja tonnenweise Salz da hinten im Lager. Und Salz pumpe ich hier ins Netzwerk rein, oder? Oder hat ich das noch für was verwendet? Ich habe es noch für was rein gepumpt. Gut. Wir tun jetzt mal das Ganze auch nehmen, ausschneiden und so rum hindrehen, wie es hinkommen würde. Nicht schreien, nicht schreien, nicht schreien. Oh, das war dumm. Alter, ich will heulen. Das war nur dumm. Das war nur dumm. Das war nur dumm. Das war die reine Dummheitsaktion gerade. Ach, nö. Wait. Stopp. Warum, was passiert hier? Saures Wasser wird nicht mehr abgearbeitet, weil... Kein frisches Wasser, nee, warte mal, hä? Dampf haben wir. Weil kein Kalkstein mehr da ist. Kann jemand mal ganz schnell Kalkstein hinten liefern? Haben wir hier auch Kalkstein gemacht? Ne, hier brauchen wir keinen, ne? Ne, hier. Wo sind die LKWs für die Kalksteinproduktion hin? Oder hatte ich aktuell einfach keinen Fahrweg dafür? Wie viele LKWs haben die? Wir bräuchten hier Kalkstein, Leute. Stein. Kriegst du eine zweite Exportroute hier noch hin? Das war dumm, das war Kohle, das war nicht Kalkstein. Komm schon, liefer jemand. Ja, jetzt ist wieder Kalkstein drin. Jetzt sollte das gleich ablaufen. Wir brauchen hier noch einen Überlauf-Valve, eindeutig. Dass, wenn es nicht mehr abläuft. Wenn man sagt, mit saurem Wasser kann ich sonst gleich nichts machen, ne? Saures Wasser. Ne, kann ich nur in Ammoniak und Ding umwandeln anfangen.
Ja klar, ich habe natürlich auch keinen Überlauf, weil bedeutet, wenn es leer wird, ist es einfach leer. Jetzt wird wieder produziert, weil jetzt haben wir genau diese Schwierigkeit, dass das Lager leer ist. Ich habe so lang verpennt. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen bei bestimmten Sachen einfach. Nicht genug Wartung 2, ja. Ich merk's, du. Und es ging hier hinten auch irgendwo in der Produktion, oder? Die braucht zum Glück nicht so viel. Der kann wenigstens wieder anfangen. Jetzt sollten wir gleich die erste Wartung kriegen. Die Wartung wird aber gleich. Wo ist denn da noch hingeschickt? Ach. Hier hinten. Wait, was ist denn hier für Gebäude? Montage 3. Die haben sich verändert, die Gebäude. Das ist mir überhaupt noch nie aufgefallen. Schau dir die mal an. Keine simplen Hütten mehr. Interesting. Interesting. So, ja, jetzt ist das Lager voll. Huh. Sollten sie dann das auch wieder auffüllen anfangen. Und mit der Konzentration auf hier sollte das dann auch ganz gut gehen. Wie läuft es hier hinten? Ja, ich habe hier keinen ab. Achso, ja, stimmt mal. Ich muss jetzt den Bereich anpassen, sonst wird da nichts draus. Let's go, Leute. Neues Riesen... Es ist schon wieder alles voll. Einfach leer halten, bitte. Das war schon wieder alles, was wir verfahren haben. Das glaub ich nicht. Ich bin gerade beim Überlegen, die Connection nach hier zu machen, damit wir es hier einfach schnell verkippen können. Ist ja gleich schlauer, als die da und hin und her fahren zu lassen, die weiten Strecken. Würde uns Treibstoff und alles andere auch sparen. Aber lecco mio. Jetzt wird sich durchgebuddelt. Jetzt kommt die spannende Frage, wie lange wird das dauern? Hier sind wir auf sauberem Grund auf jeden Fall, kein einziges Stück Erde mehr. Wir kramen natürlich jetzt immer wieder ein bisschen Erde ab, aber die Menge wird natürlich reduziert bleiben. Wie habe ich denn hier eigentlich aktuelles Gebiet vergeben? Das würde ich jetzt nochmal abändern auf das hier. Und dann ein Kippgebiet noch festlegen. Dass das wie eine Straße auch am Ende da ist. Dass wir hier sagen, wir gehen von der Höhe, wo wir hier sind. Wie eine Abfahrt wird am Ende. Dann können sie nicht die Erde hier auch verkippen anfangen und müssen nicht immer außen rumfahren und können am Ende direkt auf das Erdfeld fahren. So, und hier, wenn wir das wirklich machen, dass die Transporter, das kann ich alles abreißen anfangen. Dann mache ich hier ein großes Schüttgutlager hin. So. Zwei Eingänge für Gestein leer halten. Ich ziehe die zwei von hier ab. Schick die zwei hier rein.
Warum tackert das denn nur so? Achso, ja, weil die Geschwindigkeit von denen natürlich niedrig ist. Und das hier sind noch Einser, oh Gott. Jetzt wird es schneller. Wir werden zwar dem trotzdem sagen, entleeren, aber am Ende sollte eigentlich fast gar nichts da oben drin bleiben. Das heißt, wir setzen das wieder auf den Threshold wie von hier davor. Na, schau an, jetzt langsam wird es hier alles verkippt wieder. Wo fährt der denn hin? Ah, der fängt jetzt an, da hinten zu verkippen, okay. Aber wir haben natürlich auch kein Verkipp. Ziel, Endziel angeben. Weil die können verkippen, wohin sie wollen. Die Masse ist aber brutal einfach. Wahnsinn, okay, ich bin... Schon wieder? Hey, jetzt liegt es aber nicht daran, woran liegt's? Gut, was ist das? Ihr kriegt mal einen Schub. Ihr braucht clearly einen Boost. Wir brauchen viel mehr, die nach da laufen. Damit. Ich muss wahrscheinlich die Produktion auch nochmal vergrößern, aber das ist, die muss ich nochmal verbessern auch. Grundsätzlich teilen und alles so. Jetzt sollte es gerade alles wieder einigermaßen laufen. Alter, alles extrem ausgelastet. Wollt ihr mich verarschen? 10 untätig, aber er sagt extrem ausgelastet. Verfügbar zum Zuweisen. Den Bergbau zugewiesen. Ja, okay, das ist... Wenn wir das nach da hinten kopieren. Hä, wieso? Die Wartung geht dann home, oder? Hoffentlich. Weil wir keinen Strom mehr haben? Hä, was ist denn jetzt passiert? Ausgabe voll? Oh, ich sehe das Problem. Wir brauchen Notfall-Valve. Warte. Den Fall hatte ich natürlich nicht mit. So. Dass, wenn das stehen bleibt und Dampf kommt noch nach, weil wir haben noch Energie und alles, dann kann der Dampf nicht mehr raus. Und dadurch haben wir einen Down-Frischwasser-Loop. Bedeutet, wenn es überläuft, geht gar kein Wasser mehr raus. Die Edition muss ich bitte noch zu beiden anderen machen auch. Die Priorität setzen. Wir kopieren das jetzt hier. Wenn das so was Simples ist, aber... Oh Gott, damit. Sowas kann einem wohl den Rhythmus doch retten. So, Energie ist wieder da. Gut. Die Systeme sind jetzt aus. Bedeutet, die werden auch abgebaut.
Alles Abbau ready. Weg mit der alten Anlage hier. Warum? Grippe schwer. Das Gesundheitssystem hat wieder hier nichts. Bedeutet, wir brauchen wieder... Ich muss mich endlich mal auch darum kümmern, ganz ehrlich. Leer halten bitte. Mit einer hohen Prio. Oh, Kupfer hat sich durchgegraben jetzt, okay. Dann baut euch nach da vorne. Cool. Die Kohlebehälter können hier auch entfernt werden. Liegt auch daran, dass ich eventuell wieder vergessen habe zu graben. So, graben wir bis hinten. Gut. Das schaut soweit alles gut aus. Ich übersehe gerade schon wieder voll die Zeit, weil ich einfach voll vertieft bin. Okay, das wird ewig dauern. Hä, wo sind die hin? Verfahren die das... die verfahren das nach da, das ist ja nach hinten. Bald haben wir aber eine kürzere Strecke. Die Strecke wird dann nicht mehr benötigt, sondern rein theoretisch können sie über die Erdstrecke fahren anfangen. Das heißt, du kriegst von mir jetzt offiziell die Exportroute hierhin. Dann fahren die dann nicht mehr diese ewig langen Strecken und wir sollten die Masse verfahren können in größerer Geschwindigkeit. Gut, die Grippe ist überstanden, perfekt. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch ein paar Multitool-Lastwagen anfrage. Die Wartung schaut wieder einigermaßen gut aus, aber nicht zu früh darauf ausruhen. Ich will erst alle beiden Warenkörper freisehen, bevor ich wieder irgend hier das mit der rote Pausieren aufhöre. Wahnsinn. Hier stand mal unsere wichtigste Energieversorgung und jetzt steht sie hier drüben. Relativ gut sich selber nutzend. Die verfahren jetzt Tonnen an Gestein. Es ist brutal, was wir hier an Ressourcen brauchen. Schau dir an, was da einfach weggeht. Hä, wo fahren denn die hin schon wieder? Muss der tanken oder was? Ich habe doch 4 zugeteilt. Richtig? 4, ja. Wo sind die anderen 2? Ah, die kommen noch gleich, oder? Kann das sein? Das ist natürlich die Frage, wie schnell kriegen wir das Ganze leer? Wird es leerer oder voller? Dankverbesserung jetzt auch noch. Oh Gott, aber Leute, es ist quasi die ganze Zeit davon, dass eigentlich wir schon voll über die Folge drüber gehen. Und ich trotzdem noch das Ganze hier machen kann. Auf Schafftankverbesserung.
zusätzliche Kraftverschränkung. Bedeutet, wir tun best beides machen, gehen auf Fortsetzen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.